Hallo Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Es heißt mal wieder Fennec on Fire. Und das bedeutet, es wird gegrillt. Und zwar heute ein Bacon-Schweinefilet mit einer Überraschung. Und jetzt sagt ihr euch, wo ist der Grill? Den Grill, den habe ich hier. Hier in meinem Super Grill-Backpack. Da ist mein Fennec, Freunde. Ob ihr es glaubt oder nicht, das Ding, das aussieht wie ein Laptop, das ist mein Grill. Und den bauen wir uns jetzt einfach mal auf, Deckel auf. Und jetzt nehmen wir uns die Teile raus. Jetzt ist er schon einsatzbereit, mein Fennec Grill. 9 Teile hat das Ding und das ist eins der wichtigsten. Der Griff für den Rost. Man kann aber auch sein Fläschchen aufmachen, denn wer kennt das nicht? Bei der Grillparty, da mangelt es meistens an gutem Fleisch und einem Flaschenöffner. Den habt ihr auf alle Fälle dabei. Und zu guter Letzt könnt ihr mit dem Ding auch noch den Grillrost freischrubbern. Aber im Grunde genommen braucht ihr das nicht, denn das Ding geht auseinandergelegt komplett in die Spülmaschine. Und jetzt wird gegrillt. Ich nehme das Schweinefilet mit einem langen spitzen Messer. Bohren wir der Länge nach ein Loch in die Mitte. Reinstechen. Und dann nehmen wir eine schöne rohe Bratwurst. Die kommen nicht einfach nur rein, da machen wir Käse drum. Drüber gerollt. Und ab ins Schweinefilet. Jawohl. Das Schweinefilet legen wir jetzt erstmal zur Seite, denn jetzt kommt der Speck. Und dann nehmen wir ganz einfach schönen geräucherten Speck. Und den legen wir quasi einmal so, schlagen wir um und nehmen noch eine. Bacon till you drop. Noch eine. Und jetzt kommt noch ein bisschen, ein Hauch Pfeffer oben drüber. Und jetzt hat mein gefülltes Schweinefilet im Bacon sein erstes Rendezvous mit dem Fennec Grill. Und während mein Baby jetzt schöne 20 Minuten auf dem Fennec liegt, mache ich mir erstmal die Barbecue-Glasur. Einfach ein bisschen braunen Zucker, Olivenöl, ja, und eine Barbecue-Soße eurer Wahl. Ich nehme geräucherte Paprika. So, und jetzt schön mischen. Perfekt. Diese Barbecue Glaze zieht jetzt noch ein bisschen durch und in der Zeit richte ich die Pimentos a la Patron her. Wir brauchen grüne Pimentos, dann ein guter Schuss Olivenöl drüber und zum Schluss schönes Meersalz oben drüber. Schön vorne drauf. So. Wie schaut's aus? Bei den Pimentos fängt sich leicht an, die Haut zu lösen. Genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt haue ich die alle in eine Schale. Perfekt. Besorgt euch süßen Balsamico. Und einfach 2-3 Spritzer oben drauf durchgemischt. Dann schmecken sie perfekt. Und kurz vor dem Finale wird das Ganze mit der gerade eben gemachten Barbecue-Soße glasiert, Freunde. Das riecht einfach sensationell. Ihr seht, mit einem Fennec-Grill, den richtigen Zutaten und einem guten Rezept zaubert ihr in 30 Minuten ein Barbecue-Gericht, da haut es euren Nachbarn die Grillkohle vom Rost. Musik